Hallo Freunde der Spikotour und willkommen zurück bei Destiny, wo wir jetzt nicht auf der Venus weiter müssen, denn auf der Venus gibt es im Moment nur Erkundung, Patrouille, müssen aber hier die anderen Story-Missionen noch gar nicht angreifen, denn wir müssen jetzt erstmal ins Riff, der Asteroidengürtel, wage einen Handel mit der skrupellosen Königin, steht schon dran. Hier gibt es nämlich die Erwachten, über die vorhin gesprochen wurden. Im letzten Part. Reise zur Heimat der Erwachten und finde heraus, was sie über den Schwarzen Garten wissen. Rein da, gucken, was abgeht. Ich guck mal eben, wer online ist. Ach, von meinen Freunden ist keiner online, aber ich habe zwei Nachrichten noch. The Dark Wolf, danke fürs Annehmen. Einer meiner Lieblings-Let's Player in meiner FL. Wenn du Unterstützung bei einem Strike oder höherstufigen Sachen brauchst, mein Titan ist bereit. Bin Level 25, kann aber auch wieder auf Level 20 untergehen, falls notwendig. Mein Gott, wer kann man... Ach, er hat eine Tastatur an der Xbox dran, ne? Na, suchst du einen Clan bei Destiny? Bei Interesse melden. Ich weiß gar nicht... Während des Untergangs flohen alle, die konnten, von der Erde. Bis hierher haben sie es geschafft. Und das war's dann wohl. Der reine Friedhof. Wir haben die Erwachten überlebt. Das weiß niemand. Eindringlinge bei Peilung 127. Ihr seid in Erwachtengebiet eingedrungen. Nennt euer Anliegen, sonst wird das Feuer eröffnet. Sieh nicht mich an. Sag irgendwas. Wir kommen von der Erde. Wir suchen den Rat der Erwachten. Folgt meiner Flugbahn. Jede Abweichung wird als Angriff betrachtet. Das muss der richtige Ort sein. Warum sind die richtigen Orte immer so beängstigend? Ich weiß gar nicht, wie viele Freunde ich auf die Xbox-Friendlist setzen kann, aber wenige nehmen mich da rein. Das finde ich ja interessant. Ich habe auch nicht so viele Konsolenspieler bei uns. So, das sind also die Unbefugten, die eine Audienz wollen. Wir wollten nichts Unrechtes tun. Die Königin persönlich entscheidet, wer in ihr Gebiet darf und wer nicht. Ich? Ich finde ja, sie muss sich nicht um alles kümmern, was am Riff angeschwemmt wird. Aber da wären wir. Wir möchten um Hilfe bitten. Gefallene! Es fürchtet die Gefallenen. Es versteht nicht, dass diese hier zu mir gehören. Verzeihung. Eure Hoheit. Ich bin ein Hüter von der Erde. Wir suchen den Schwarzen Garten. Warum? Wir wollen die Dunkelheit in seinem Herzen besiegen. Ihr wollt ein Schlachtfeld aus dem Garten machen. Wie einfallslos. Wisst ihr, wo er ist? Jeder weiß, wo er ist. Die Frage ist, wie kommt man rein? Könnt ihr uns helfen? Und warum sollten wir das tun? Die Königin ersucht ihren Bruder um Rat. Ja, das ist gut. Das ist gut. Warum nicht? Wir machen euch einen Schlüssel. Toll, was?
bringt uns den Kopf eines Vex-Torlords. Ein Torlord? Warum wollt ihr einen Vex-Kopf? Oh, wir nicht. Und wir bekommen wohl auch keinen. Aber nur so kommt ihr in den Schwarzen Garten. Wir kommen wieder. Oder sterbt auf der Venus. Egal. Irgendwie habe ich noch keinen einzigen heißen Charakter gefunden in dem Spiel. Dabei wäre das mal nötig. So ein richtig geiles Stück. Wo man sagt, oh, Hammer. Das Archiv. Die Ishtar-Senke. Okay. Da ist Story ab 12, Level 12. Jetzt machen wir Story Level 11. Entwirre die Geheimnisse der Vex, indem du eine alte Forschungsstation des Ishtar-Kollektivs reaktivierst. Das ist noch nicht die Mission, die gerade uns, mit der die uns gerade zugelabert hatte. Aber sie liegt mit auf dem Weg, auf der Venus. Und bevor ich eine Level 12 Mission mache, mache ich lieber die Level 11, weil das meiner Stufe entspricht. Bevor du wahnwitzige Versprechen gibst, solltest du mit mir reden. Wenn wir einen Torlord ausschalten wollen, müssen wir wissen, wie die Dinger funktionieren. Finden wir den Größten, den wir erwischen, und schnappen uns sein Gehirn. Dann machen wir das doch einfach. Hört sich für mich nicht schwer an. Okay. Es gibt eine starke Vex-Signatur an der Küste. Erledigen wir das Ding und bringen seinen Geisteskern zu einem der alten Labore der Akademie. Entschuldigung. Humble Robbie. Na, lass das. Lass das, ich hasse das. Will ich euch alle hier ausschalten? Komm, noch ein Kopfschuss. Geht doch. So viel Mühe und keiner lässt Munition von den Fallen doch da. Aber es ist grüne, die brauche ich gerade nicht. Hier waren wir auch schon. Na, links rum. Mein Boost war alle. Was eine Strecke, ey. Eine extrem starke Vex-Signatur. Genau wonach wir gesucht haben. Genau. Ich glaube, irgendein Typ, der hier rumrennt, hat dasselbe gebraucht. Faszinierend. Auf zu dieser Forschungsstation.
Oder hat mir einfach nur geholfen jetzt gerade eben? Das Vieh hat mir auch gefallen. Ihre Geisteskerne sind biologisch. Es gibt aber keine Verbindung zu uns bekannten Lebensformen. Ich bin gespannt, was man über sie weiß. Gar nichts. Deshalb sind wir ja gerade auch auf dem Weg. Diese Ruinen sind älter als die Menschheit, und zwar ein paar Milliarden Jahre. Und überall treiben sich Wächs herum. Also anscheinend kein Wunder, dass wir nichts über sie wissen. Die Wächs übernehmen gerade eine Sinkplatte. Darüber weiß ich leider auch noch nichts, was ich hier machen muss. Aber hier scheinen auf jeden Fall ein paar Geächtete rumzurennen. Die Gefallenen nehmen sie auseinander. Keiner nimmt die auseinander. Wenn, dann nehme ich hier was auseinander. So, Kopftreffer. Na, was willst du denn hier von mir? Geh mal weg. Och, komm schon. Ich habe gerade so keinen Bock zu sterben, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Genau, lad mal schön auf. Das hat nicht gereicht für den Captain. Raus hier! Oh, das war schon mal der Captain, gut. Nächster. Jetzt gibt's nicht mehr viel hier. Da ist noch ein geächteter. Ah, das war auch schon der Headshot. So, dann ist der auch weg. Gute Arbeit. Hier muss es irgendwo eine Zentraleinheit geben. Da ist eine. Vielleicht die hier. Die sie zum Laufen kriege. Bring sie zum Laufen. Sie funktioniert noch. Gleich wissen wir, was sie hier entdeckt haben. Max, sie kommen. Ja, schön, weil sie gerade denken, dass wir sie analysieren, oder was ist das Problem? Ach, guck mal, wir sind in der Matrix. Die Wächs erinnern mich so ein bisschen an Terminatoren. Sie halten auch einfach sehr gut aus, ey. Ich überlege gerade, was ist das hier? Millionen von Einheiten teilen sich einen Verstand. Darum reagieren sie so schnell.
Ah, ein Kollektiv. Sie sind die Borg. Ich mag die Borg. Erinnere mich daran, dass schon lange kein gutes Star Trek-Spiel mehr aufgebaut wurde, beziehungsweise released wurde. Das letzte zum Film war ja wohl eher zum Belächeln. Sie können sich im Nu durch ganze Sonnensysteme warpen. Ja, gut zu wissen, dass sie weiter reisen können als wir. Ich würde mal sagen, von hinten kommt was Dickes, oder? Na toll. Ich brauche mal gerade ein bisschen Zeit, um wieder ein bisschen Leben in die Beine zu kriegen. So, damit haben wir schon mal einen wieder kaputt gekriegt. Da müssen wir ein bisschen Distanz zu denen mal gewinnen. Oh ja, verfolgt mich ruhig. Da ist der nächste draufgegangen. Nachladen. Jetzt gibt es noch einen. Nein! Ah! Wo ist der nächste? Es gibt nur noch einen einzigen, da ist er. Ha, aus der Hüfte. Ich bin gleich fertig. Kehre zum Geist zurück, denn er ist gleich fertig. Was heißt, er ist jetzt fertig und ich brauche Informationen. Sehr schön, haben wir es geschafft, wenigstens. Ich weiß, wie wir einen Torlord finden. Jeder Vex ist Teil eines riesigen Netzwerks, das sich über den ganzen Planeten erstreckt. Wenn es mir gelingt, in ihr System einzudringen, können wir einen Torlord hervorlocken. Das große Nichts. Handfeuerwaffen-Nachlader freigeschaltet. Oh, sehr wenig präzise Kills gemacht. Was haben wir hier? Strahlentierchen. Strahlentierchen? Hm. Damit kann ich nichts anfangen. Ach, er hat seine Spezialfähigkeit hier. Nachladetempo von Handfeuerwaffen, haben wir keine ausgerüstet. Macht nix. Ein Satz mit X war doch nix. So, dann kommen wir mal eben direkt nochmal zum Turm. Wir werden jetzt in dieser Episode keine Mission mehr machen. Wir werden jetzt nur in den Turm gehen, werden da unser Ausrufezeichen abgeben oder annehmen, dementsprechend was da jetzt kommt. Und dann ist der Part auch wieder zu Ende. Ich bin zurzeit ein bisschen im Zeitdruck, deshalb machen wir jetzt immer halt die eine Mission. Ihr kennt es ja, ein Strike wird dann auch gemacht mal. Der wird dann aber nicht gesplittet oder so. Wir machen den Strike von Anfang bis Ende. Ansonsten ist das ja total blöd. Deshalb, ich würde jetzt keinen neuen Missionsabschnitt anfangen. Weil dann explodieren halt die Folgenzeiten. Und wer in meinen LP-Plan mal reingeguckt hat, der weiß, das wird alles ein bisschen viel. Gut.
Ich finde lustig, wenn wir zum Turm fliegen, dass wir dann immer zur Erde fliegen eigentlich. Ach, wir können die Prämie abholen, weil wir, genau, das, was ich vorhin erwähnt hatte, wie hieß es? Genau, Strahlentierchen, Missionsprämie. Wir müssen noch 17 töten, ohne zu sterben. Vex Majors, fehlt auch noch so ein bisschen. Eigentlich müssten wir auch nochmal auf dem Mond den Strike machen. Um da die letzten Abschlüsse zu kriegen. So. Bop, 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 bop. Strahlentierchen, Stärke plus 35. Disziplin 78. Berechenbare Geheimnisse. Erfordert 8 Exo-Warlocks, interessieren sich vor allem für die Beschaffenheit des Lichts. Jetzt ohne Witz. Das sieht doch total doof aus. So, der ist genauso blau wie der letzte, den ich hatte. Hauptsache, ich habe da so kleine Wings dran. Ach komm. Licht geschützt sein, Hüter. Mein Licht ist sowas von geschützt, Mädel. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie geschützt das ist. Habe ich wegen sowas Elendiges ohne Sinn und Verstand? Oh, ich habe gar keine anderen Runen mit dem. Ach ja, die habe ich ja alle in meinen anderen Charakter gepackt. Ja, gut, Freunde der Spiegeltour. Ich sag da mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's Play Destiny. Bis dahin, ciao, euer Doc. Du, in den Orbit.